Jetzt ist alles wieder klar, denn Paper Jam ist da. Ja, fragt euch, was ist das da? Da macht man Platz da, denn ich sag ja, ja. Paper Jam ist das da und ihr sagt, das klärt eure Frage nicht mal. Wir sind sinnlos krank, sagen Deutschland Dank, es hat uns krank gemacht, damit ihr euch krank lacht. Wir sind zerstört, kaputt, völlig am Sack. Wir sind ein ewig faules Halunkenpack. Wir gehören verboten, haben miserable Quoten. Ich mein, hört euch an, was für Lines wir koten. Das ist doch einfach nur der letzte Scheiß. Wir sind total doofe Nase, weiß Word. Paper Jam. Guten Abend, ihr hört Paper Jam Late Night, fast live aus Liberty City. Fast live? Ist das sowas wie Fast Food? Nein. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ihr von Paper Jam Late Night erwarten dürft. Nun, ich möchte ein bisschen Kultur an die Hörer von Paper Jam bringen. Die meisten unserer Hörer klingen ja ungefähr so. Ey Mann, ey, wo bleibt eine neue Folge Paper Jam, ey? Ich will Paper Jam. Ihr lasst alles stehen und liegen und macht eine neue Folge Paper Jam. PF, ihr stinkt, Mann, ey. Ich finde das voll gemein von euch, ey, dass ihr das nicht macht, ey. Ich will eine neue Folge, ey. Seht doch ein, ey. Echt, ey. Oder so. Mann, ey, ich bin doof und mein Gehirn tut weh, wenn ich es anfasse, man. Und nach dieser Sendung sollten diese Hörer so klingen. Ich bin dankbar dafür, dass wir eine neue Folge Paper Jam genießen dürfen. Und ich verstehe, dass sehr viel Arbeit hinter so einer Sendung steckt. Und ich bedanke mich nochmal ausdrücklich, dass ihr mir sie völlig umsonst gebt. Danke, danke, danke. Danke. Der ein oder andere Hörer ist jetzt vielleicht enttäuscht. Hey, wer redet da? Warum redet er nicht der Unruheherd? Und wer sind diese Labertaschen, die da jetzt labern? Ja, ich bin der Steffen, Steffen W. Name von der Redaktion unkenntlich gemacht. Und diese Woche bin ich nicht allein, denn diese Woche haben wir einen Praktikanten bei uns im Studio. Und das hier, das ist der Bruno. Ja, hallo, ich bin der Bruno. Hey, hey, das rhymt ja. Bist du einer von diesen Rappern? Nee. Nicht? Okay. Und jetzt ist Zeit, den ersten Track der Sendung zu spielen. Maxim Noise mit einem sehr passenden Titel. Das Warten hat ein Ende. Zeiten vertreiben, kleines Teilchen, das ist wert, es dafür alles zu geben. Alles im Leben ist einfach, es gibt keine Probleme. Seit
nachdem es dich gibt. Erschreckt mich nichts, du bist mein Lichtblick und wichtig für mich, wie dass ich Essen auf den Tisch krieg. Nichts ist mir so vertraut wie dein Gesicht. Du hast das Licht in dir, was kein Augenblick erlischt. Keine Wolken rauben mir die Sicht, keine Wolke glauben, wie es ist. Und jetzt sehen sie dich und endlich verstehen sie mich. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Paper Jam Late Night. So, bevor wir mit dem nächsten Track weitermachen, fühlen wir uns schuldig, unsere Hörer mal darüber zu unterrichten, was denn so seit der letzten Paper Jam Folge alles passiert ist da draußen in der Welt. Denn wir wissen ja, viele unserer Hörer, für die ist Paper Jam der einzigste Kontakt zur Welt da draußen. Und deshalb fühlen wir uns schuldig, dass wir euch informieren müssen über all diese großen Ereignisse, die seitdem passiert sind. Ich fange mal an mit etwas, was ja, da habe ich jetzt keine Meinung dazu. Ich sag's mal so, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin geworden. Eine sehr schlechte Nachricht ist, die USA sind erneut im Irak einmarschiert. Und noch tragischer ist, die Berliner Mauer ist gefallen. Aber es gibt auch Lichtblicke, denn die amerikanische Unabhängigkeitserklärung wurde unterzeichnet. Jetzt haben wir aber wieder eine schlechte Nachricht. Das Reich der Pharaonen ist untergegangen. Und jetzt geht's weiter mit Campaign Like Clockwork Akustik mit Ocean Song. First time that I heard the ocean sing, and every day since then I got it in my ear, the sweetest melody I've ever heard. My fears were all blown away until the day I took my guitar and played and played and I played this song of mermaids and seagulls. Don't know what it means to me. I let my chance go by. Bye again, again. Occasionally I even try to sleep with open eyes, but in the end it always looks like I am blind. Sometimes it's good, my friend, if you don't know the end of everything that happens to you. When I think of freedom, everything I used to see is a young man and he's chilling by the sea. If he is thinking about the world and everything, will be the first time that the ocean sings. And it sings this song of mermaids and seagulls. Don't know what it means to me. I let my chance go by. And I play this song of mermaids and seagulls. Don't know what it means to me. I'll let my chance go by.
my chance. Goodbye, goodbye again. Paper Jam Werbung. Ding dong, die Werbung kommt. Frau Müller, Kasse 7, bitte. Haben Sie auch manchmal Hunger? Den Drang, sich etwas in den Mund zu stecken, es zu schmecken und darauf herumzubeißen? Wollen Sie Ihren Magen mit etwas füllen, damit er sich nicht selbst verdaut? Kaufen Sie sich jetzt was zum Essen. Essen, von Nahrungsmittelfirmen empfohlen. Essen finden Sie in der Nahrungsmittelabteilung Ihres Supermarktes, an Bäumen, in der Erde und unter der Haut von Lebewesen. Gegendarstellung: Vegetarier und Veganer finden Essen nicht unter der Haut von Lebewesen. Mami, ich habe Durst. Hier, Sohn, probier mal das hier. Wow, das war erfrischend. Wie heißt das? Das ist Trinken. Trinken? Ja, Trinken. Trinken, stille deinen Durst. Hilfe. Ah, ich brauche Hilfe. Ich bin verschüttet. Hier ist irgendwie eine Gasleitung explodiert oder sowas. Ah, ich blute stark. Mein Bein steckt unter einem Haufen Schutt fest und ich höre noch andere Leute schreien. Ah, bitte, wenn ihr das hört, kommt und helft mir und so. Ich kann meinen Kopf leider nicht bewegen, aber ich glaube, meine Bauchdecke wurde von einem Stahldraht oder sowas aufgeschlitzt und meine Gedärme sind rausgefallen. Jedenfalls tut's weh und ich fühle mich so leer an. Mit Radio erreichen Sie Menschen. Werben Sie noch heute mit Radiowerbespots und erreichen Sie Leute. Yo, 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 Leute, was geht ab? Ab dem 17. Februar geht's wieder los. Nur auf Melody Television Netzwerk. Die neue Staffel Schnaufpark. Jeden Sonntag um 23.10 Uhr nach Plumps, die Kackenshow. Die Verantwortlichen von Paper Jam entschuldigen sich dafür, dass die Sendung in den letzten Sekunden vor der Werbung unnötig doof und ordinär geworden ist. Es folgt bildendes Programm. Die Verantwortlichen von Paper Jam entschuldigen sich. Für Erwachsene ist er nur ein armer Tropf. Für die Kinder ist er Mr. Pupikopf. 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 Pupikopf, Kopf, 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 Kopf. Gesponsert von Fickenscheiß-Hure Records, dem Plattenlabel für Künstler, die überdurchschnittlich viel fluchen. Hallo Kinder, ich bin Mr. Pupikopf. Heute möchte ich mit euch über das menschliche Gehirn sprechen. Du, Mr. Pupikopf? Ja, meine Kleine? Ich hab da mal so eine dumme Frage. Was denn? Haben Frauen auch ein Gehirn? Aber natürlich haben auch Frauen ein Gehirn. Aber es ist ziemlich verkümmert und nicht wirklich zum Denken geeignet. Einfache und repetitive Aufgaben sind damit noch zu bewältigen. Aber bei so komplexen Sachen wie zum Beispiel Papi das richtige Bier mitzubringen, ist es schon überfordert. Mehrsilbige Wörter machen auch schon Probleme. Frauen gehen deshalb schon in jungen Jahren dazu über, sich untereinander mit einfachen Lauten wie Kichern oder Gackern zu verständigen. Deshalb sind Frauen auch nicht für richtige Arbeit geeignet, sondern werden in unserer Gesellschaft für simple Aufgaben wie die Nahrungszubereitung, die Aufzucht der Kinder oder Reinigungsarbeiten eingesetzt. Danke, Mr. Pupikopf. Jetzt weiß ich mehr. Das war Folge F03-43 der Reihe Mr. Pupikopf aus dem Jahre 1931. Und jetzt kommt Meruya mit Ghost Lover.
Jam, the radio station for all the German immigrants in Liberty City. Und jetzt sollen wir 5 Minuten ein bisschen irgendwas labern, um die Zeit voll zu kriegen. Und da ich gerade nicht so in Laberlaune bin, habe ich gedacht, überlasse ich dem Bruno das Reden. Und der Bruno hat heute zu mir gesagt, er steht auf Leonardo DiCaprio. Tja, was soll ich dazu sagen? Er ist halt einfach ein Schnucke-Typ. Ich meine, schauen wir an in Titanic, wo er die Kette trägt und sich zeichnen lässt von der Frau. Auf jeden Fall ist er ein ganz toller Typ und als er ertrunken ist, habe ich bitterlich geweint. Ja. Nee. Ich habe den Film letzte Woche gesehen. Ja. Ich glaube, der kam gerade erst frisch ins Kino, oder? Nee. Nee ist griechisch und heißt ja. Achso, ja. Ja, nee. Ja, soll ich dazu noch sagen? Ich meine, egal. Wir haben jetzt 2 Minuten rum, du musst noch 3 Minuten füllen. Wollen wir ein anderes Thema ansprechen? Ich habe hier so einen Piepser gekauft. Achso, so ein Marderschreck. Genau, was hältst du eigentlich von so Marderschreck-Dingern? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich höre das Wort zum ersten Mal. Das sind so Dinger, die baust du dir unter das Bett und piepst es und dann kommen keine Katzen. Nachts? Ja, nachts. Weil das ist so ein hoher Pfeifton, den können Mäuse nicht ab und deswegen kommen sie nicht her. Ja, das ist aber... Also das finde ich jetzt... Das ist... Also ich habe ja auch was gegen Kastration von Katzen und dann kann ich auch nichts gegen diesen Marderschreck... aber... Den kann ich nicht gut heißen, weil wenn der dafür sorgt, dass Katzen nicht kommen, dann heißt es ja, das ist ja, als wären die kastriert. Ja, aber du redest gerade ein Thema vorbei. Es geht eigentlich darum, dass Hunde den nicht hören können. Ach so. Und deswegen die Vögel morgens nicht pfeifen. Ich glaube, du verwechselst da was. Leonardo DiCaprio war der, wo auf der Couch lag. Und Kate Winslet, das war die alte Schnalle auf dem Boot, die mit der wo Kette ins Wasser gefallen ist. Wo mit dem Rollstuhl ist. Ach, ich dachte, das wäre Schäuble gewesen, der mit dem Rollstuhl auf dem Boot. Nee, und dann ist er mit dem Rollstuhl da an den Steg gefahren und dann hat sie immer gerufen, Lieutenant Dan, Lieutenant Dan. Und dann hat er gerufen, kam der mit dem Schlimmskutter vorbei. Ja. Und dann hat sie gesagt, Baba, ich will nicht, dass du stirbst. Oder so. Und dann hat er gesagt, du, ich habe noch diese Frau in... Wisconsin. Wisconsin und dann blub, blub, blub. Und, Ja, und dann kam diese Hardcore-Sex-Szene, wo sie als... Als Oma als Zwerg verkleidet war. Ja, im Rammstein-Video zu Winter. Nee, warte mal. Reise, Reise. Nee, Reise, Reise war ja Amerika. Nee, halt mal. Egal. Also reden wir über alles, Amerika. Also ich finde, da kommen ja die besten Filme kommen ja aus Amerika. Weil, also wenn ich meine DVD-Sammlung angucke, dann ist da 99% Produktionsland USA. Wie findest du das? Findest du, ich bin... Ja, ich meine, die USA haben den größten Pornomarkt, deswegen ist es ja klar, dass 99% deiner DVDs quasi aus den USA kommen. Ansonsten, ja klar, die Amis geben halt alles vor in den Filmen, quasi die ganzen Standards, die Deutschen versuchen nur zu imitieren. Ja, also Deutschland hat ja Filmtechnisch... Deswegen ist Brad Pitt auch so ein guter Schauspieler. Brad Pitt ist ein total geiler Schauspieler. Ich habe erst gestern mit ihm ein Champagner getrunken und dann hat er gesagt, das ist kein Bourbon. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist Champagner. Und dann hat er gefragt, Alice oder so. Ja. Nee. Alles im Wunderland. Nee, und dann hat er diese Frau gezeichnet, nackt auf dem Sofa. Ah, stimmt. Ja, ich hatte neulich sowas ähnliches. Da war ich beim Billardspielen, da kam Johnny Depp rein und hat gesagt, hey, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, wie ich sehe, spielen Sie kein Golf. Und dann wollte er dir die Hand geben und hat dir abgeschnitten mit seinen Scherenhänden. Nee, der hat doch jetzt diesen neuen Rasierapparat-Film, wo so ein Mörder der mit der Rasierklinge so umbringt Menschen. Ach so, wo er sich immer den Sack rasiert. Ja, mit Borat zusammen. Borat rasiert, Robert? Die machen dann... Ich dachte, den gibt's jetzt nicht mehr. Ich meine Thomas Baron Cohen, oder wie er heißt. Nee, wie heißt der Typ? Leonardo DiCaprio. Ach ja, genau, stimmt. Der haarige Typ auf jeden Fall. Ja. Der sich immer rasiert jeden Morgen. Ja, geil. Ich glaube, 5 Minuten sind rum. Also, wir müssen jetzt hier im Programm fortfahren. Ja, wie gesagt, so Mäuseschrecks sind schlecht, weil die bringen eh nichts. Die bringen die Katzen um, weil die Katzen kommen dann nicht mehr. Die funktionieren nicht, weil die Pferde können dann nicht mehr laufen quasi. Ach so. Deswegen sind die. Wusstest du, dass bei so alten Westernfilmen, wenn die Pferde hinfallen und so, die musste man danach erschießen, weil irgendwie das hat Aua gemacht und dann wäre das. Ja, hätten sie einen Mäuseschreck benutzt, dann hätten sie nicht erschießen müssen, dann hätten die Pferde nicht. Genau, die wären einfach umgefallen von selbst. Genau. Und im Film hätte ich es gar nicht gehört, weil von Menschen kann das ja nicht wahrgenommen werden. Genau. Hast du alle Jäden daraus gesehen? Nein, ich. Ach halt, das war doch der, wo Ali G auf der Couch liegt und sich malen lässt von Leonardo DiCaprio. Ich sehe, wo du hin willst. Ja, Leonardo DiCaprio, ich habe eigentlich schon alles über ihn gesagt. Ich meine, er hat
Haare, Nase, Mund, Augen. Ist eigentlich echt ein süßes Kerlchen quasi. Er hat also, alles, was ein Mann also, braucht. Also fassen wir es mal kurz zusammen. Du wirst ihn schon gammelt. So, und jetzt geht's mal wieder weiter mit Musik. Jetzt kommt Maxim Noise mit Genau Jetzt. Mit einem Beat von Polyphone. Es gibt Dinge, die wir uns vornehmen, doch dann wieder kaum umsetzen. Manche Sachen klappen leider einfach nur im Traum am besten. Wir kommen erst in Fahrt, wenn's darum geht, die Haut zu retten. Manchmal da besteht das Leben, daraus Grenzen auszutesten. Wenn uns der Alltag hält, fest in dieser kalten Welt, hören wir statt aufs Doppelherz, aufs Doppel-G, Gewalt und Geld. Irgendwann alt und welt, merken wir, was bald zerfällt. Wer gibt uns die Zeit zurück? Eine Frage, die man selten stellt. Wir leben in den Tag, häufig reden wir zum Spaß, nur gelegentlich für das, was wir planen, auch zur Tat. Wieder mal drehen wir ein Ding, als ob's das Letzte ist. Wollen was ändern, doch die Gewohnheit hält uns fest im Griff. Wenn du was ändern willst, wirklich was verändern willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was schaffen willst, wirklich was erschaffen willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was ändern willst, wirklich was verändern willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was schaffen willst, wirklich was erschaffen willst, mach es genau jetzt, genau jetzt. Es gibt Menschen, die uns viel bedeuten, bei denen wir uns doch nicht melden. Wir erfinden Gründe und die Ausreden sind oft dieselben. Viel zu tun, wenig Zeit, es ist eine lange Liste, dann ist es soweit und sie landen in der langen Kiste. Tränen fließen gut im Bauch, auch wenn man dann Blumen kauft, hat man die Gewissheit, niemals steht der Mensch in Zukunft auf. Dann ärgern wir uns und sagen, das darf jetzt so nicht sein. Wollen was ändern, aber die Wahrheit holt uns ein. Wenn du was ändern willst, wirklich was verändern willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was schaffen willst, wirklich was erschaffen willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was ändern willst, wirklich was verändern willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was schaffen willst, wirklich was erschaffen willst, mach es genau jetzt, genau jetzt. Es gibt Tage, die kommen, an denen uns alles gelingt, wo sich Dinge fügen, als ob das Ganze all für uns singt. Wo unser größter Feind bemerkt, dass ihm Gewalt gar nichts bringt. Wenn wir uns freuen zu altern und über Falten froh sind. Wir stehen im Licht, nicht im Schatten, scheinen alles richtig zu machen. Auf dem Gesicht ist ein Lachen. Wir müssen Shit nicht beachten, verlassen jeden Tag das Bett mit dem richtigen Bein. Denn alle Sorgen sind weg, jetzt und wir müssen nicht weinen. Wenn wir vermeiden, Dinge aufzuschieben, gehen Flügel auf, wir fliegen. Wir dürfen nicht zögern, das alleine gilt es rauszukriegen. Nur der Sprache des Herzens Beachtung schenken. Kein könnte, kein hätte, kein würde, ohne groß nachzudenken. Wenn du was ändern willst, wirklich was verändern willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was schaffen willst, wirklich was erschaffen willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was ändern willst, wirklich was verändern willst, mach es genau jetzt, mach es genau jetzt. Wenn du was schaffen willst, wirklich was erschaffen willst, mach es genau jetzt, yes, genau jetzt. Paper Jam, das Kaiser von ganze Welt. Nach langer Zeit ist ja Paper Jam jetzt wieder zurückgekehrt, allerdings ohne den Unruheherd und mit zwei so komischen Typen da, die da nicht sehr lustig vor sich hin plappern. Und da haben wir gedacht, als Bonbon für die Fans interviewen wir mal den Unruheherd, was er denn jetzt gerade so macht und was er Besseres zu tun hat, als neue Folgen Paper Jam zu machen. Deshalb habe ich mal unseren Praktikanten Bruno losgeschickt. Der ist 386 Kilometer gefahren zum nächsten Flughafen hier. Also er ist ersten Flughafen ist er vorbeigefahren und dann wollte er nicht umdrehen. Und jetzt ist er angekommen in Heidelberg und er steht hier irgendwo vor so einem Haus, wo der Unruheherd wohl wohnt. Bruno, kannst du mir mehr sagen? Hallo Bruno, bist du da? Ja, ich kann dich hören, Steffen. Also ich stehe hier vor dem Haus von Frau Ilse M. in Heidelberg. Und ihr Haus beherbergt schon seit vielen Dekaden den allseits und jenseits bekannten Unruheherd. Frau M., können Sie uns zum Unruheherd hineinführen? Ja, aber in 5 Minuten müssen Sie wieder draußen sein. Ja, natürlich, das ist kein Problem. Okay. So, da ist er. Was willst du jetzt von ihm? Ich würde ihm gerne kurz einige Fragen stellen. Ist gut, ich gang so lang mal Bombe. So, hallo, Herr Unruheherd, wie geht's Ihnen? Entschuldigung, können Sie das nochmal wiederholen?
Ich kann sie akustisch leider sehr schlecht verstehen. Ja. Ah, oh, jetzt verstehe ich sie besser. Aha, das ist aber, nett. Was machen Sie so, wenn Sie gerade kein Paper Jam moderieren, also die ganze Zeit eigentlich? Hahaha, ah, okay, ich sehe gerade, ich habe noch einen dringenden Termin, ich gehe dann mal. War nett mit Ihnen. So, da bin ich. Hey! Ah, wo sind alle hin? Bernd, da waren gerade zwei Männer und einer von dem hat mit unserem Ofen geschwitzt. Die sind doch Schafsegel. Fröhlich.
So, das war eben Größenwahn featuring Antje mit Schatten. Jetzt möchten wir einigen Anrufern die Gelegenheit geben, ihre Meinung zu unserer Show zu äußern. Erster Anrufer, du bist dran. Ja, bitte. Hallo, ich bin der Michel. Ich finde eure Sendung echt ganz super toll, aber eigentlich fand ich Schreberjam oder wie das hieß, viel besser. Das war echt ein Meisterwerk des audiophilen Rumgewichsens quasi. Und ich wollte sagen, dass ich eure Show jetzt eigentlich die heutige ziemlich beschissen finde. Oh, du findest also unsere Sendung nicht gut. Kannst du das irgendwie mal genauer sagen, was denn schlecht ist? Dann können wir uns vielleicht verbessern. Naja, bis jetzt kamen nur so ein paar sinnlose Spots. Die Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Lass mich in Ruhe. Ich leg mich jetzt schlafen. Dankeschön, das war Mische, wenn ich es richtig verstanden habe. So, der nächste Anrufer. Ja, hallo Steffen, ey, Schalömchen und so. Ich wollte ja nur sagen, ich finde es echt super, dass ihr jetzt mit Paper Jam und so wieder weitermacht, ne? Also, ja, das finde ich echt super und ich wollte eigentlich nur sagen, ne, schöne Grüße an alle so und ne, man sieht sich dann bald, ne? Also ich höre dann euch auch bald, hoffe ich mal so wieder, ne? Und bis dann. Schönen Tag noch und so, ne? Also, tschüss. Ja, guten Tag. Ich bin's, der Dieter, und ich wollte nur sagen, also ohne den Unruheherd, da geht das gar nicht, ja, ist das klar? Gar nicht geht das da. Ja, das wollte ich nur sagen. Wünsche euch noch ein schönes Leben, jawohl. Also, tschüss. Hallo. Hallo sagen. Hallo. Und ihr seid rangegangen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, so außer hallo. Ja, guten Tag. Ich wollte nachfragen, warum mein Sohn immer diese Nummer anruft. Ist das etwa so eine Porno-Anruf-Sache? Hola, Steffen. Hier ist der Hami. Und ich sag dir, machst du weiter mit Pepper Jam, okay? Nichts mehr anrufen und so, weißt du, machst du weiter? Jetzt! Sofort! Hey, Habibi, machst du? Jetzt! Hallo?
Paper Jam, the radio station for all the German immigrants in Liberty City. Am Anfang der Sendung wurde ja angekündigt, dass bei Paper Jam Late Night ein wenig mehr Kultur in die Sendung eingefügt wird. Und deshalb will ich jetzt mit Bruno darüber diskutieren, über eine Frage, die die Menschheit schon seit dem Anbeginn der Zeiten quält. Ein Mann spricht und keine Frau hört ihm zu. Hat er trotzdem Unrecht? Tja, das ist eine schwerwiegende Frage, Steffen. Also erstmal müssen wir erörtern, über was spricht der Mann? Er behauptet, er hat den längsten vom ganzen Kontinent und ja, und jetzt? Dann keine Frau hört ihm zu, hält er im Prinzip auch offen, ob Männer anwesend sind und dafür keine Frauen, dass ihm dann Männer zuhören quasi. Ja, aber ich glaube, du redest jetzt am Thema vorbei. Es geht ja eigentlich darum, dass... Es geht um Recht oder nicht Recht. Ja, und das hat ja nicht damit zu tun, genau, ob ihm jemand zuhört, sondern nur Frauen, die sagen immer... Zum Beispiel eine normale Situation, ein Mann, der macht einen Marderschreck unter sein Bett. Und dann kommt die Frau und sagt, hallo? Und dann sagt er, hau ab. Und dann sagt sie, stimmt nicht. Ja, oder so, er baut einen Marderschreck unter das Bett und sagt, hey Schatz, das ist gegen Maler. Und sagt sie, ja sorry, ich habe jetzt Migräne, baue das Ding aus. Und ja. Dann sagt er, nee, ist aber gut so quasi, weil bringt uns allen was, dann können es die Maler im Schlaf nicht fressen. Und dann sagt sie, nee, stimmt ja gar nicht. Ja, und dann sagt sie, aber unsere Giraffe, die mag das nicht. Und der Gorilla läuft dann auch weg. Aber ich möchte die in unserem Garten halten, weil, also man kennt es ja, im Herbst kommen ja immer die Tiere in den Garten und suchen Unterschlupf und dann kam da halt eine Giraffe und ein Gorilla vorbei. Ja. Und die hören das ja auch, dieses Geräusch. Und die Frau will jetzt nicht, dass sie abhauen. Und der Mann hat dann praktisch Unrecht, als er gesagt hat, hau ab. Verstehst du? Nein. Aber, ja, aber ich finde dieser ganze Satz, ein Mann spricht, keine Frau hört ihm zu, das impliziert ja nicht, dass niemand ihm zuhört, sondern dass ihm keine Frau zuhört. Das heißt, es geht ja eigentlich drum, in der Kernaussage quasi, ob Männer immer Unrecht reden, auch wenn keine Frauen anwesend sind, sozusagen. Oder keine Frauen zuhören. Du meinst, die Frauen bringen Männer dazu, Unrecht zu haben? Also, genau. Also einen Scheiß zu schwätzen, wie genau. Der Schwabe sagt. Im Prinzip ja, weil es steht ja quasi, der Satz impliziert ja, dass wenn ein Mann alleine spricht oder mit Freunden spricht und keine Frau zuhört oder anwesend ist, ob die dann trotzdem die ganze Zeit rumlügen würden quasi. Ach so. Ich glaube, das ist so die... Ach so, also Männer unter sich, die haben nie Unrecht oder lügen nicht oder die sagen nie, hau ab. Oder die haben halt vielleicht auch keine Motivation zu lügen, weil sie ja so sein können, wie sie sind. Sie müssen sich quasi nicht verstellen vor dem weiblichen Klassenfeind, der hier alle ausspioniert und sie verurteilt für ihr Verhalten quasi. Zum Beispiel wäre es eine gute Erfindung, einen Frauenschreck zu erfinden. Was denkst du darüber? Dass Männer unter sich sind und die Frauen verjagt werden, weil nur Frauen das Geräusch hören können. Den gibt's doch schon, der ist doch Jürgen Drews. Der musste doch nur quasi die Platten auflegen und dann sind die weg. Ich glaube, das lockt aber wiederum Frauen 60 plus an. Ach so. Das ist wieder auch wieder eine Gefahr. Das ist eine richtige Lösung. Und besoffene Typen vom Ballermann. Also wenn du hier irgendwo in Österreich eine Platte spielst von Jürgen Drews, dann kommen 3 Tage später oder so Leute angelaufen in Badehosen, die total besoffen sind und, ach so, ja. Und so, und die stehen vor deiner Tür und klopfen und wollen rein und schreien Ole, 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 ole und so. Das Problem hatten wir alle schon mal. Ja. Als begnadete Jürgen Drews-Fans. Ja, Jürgen Drews. Jürgen Drews. Das müssen wir rausschneiden. Nö, hier wird nichts rausgeschnitten. Oh, ja, hier wird nur rausgeschnitten, wenn ich Mist baue. Ach so. Kennt man. Ja. Ja, also eigentlich könnten wir jetzt beenden mit. Möchtest du jetzt mit einem Satz hier alles beenden? Dass wir endlich was anderes machen. Ich mach Schluss. Okay. Das stimmt mich traurig. Du warst der beste Praktikant, den wir hier je hatten. Und der einzigste. Okay, gut. Einzige. Ja, aber. Und davon warst du der Beste. Ja, abschließend kann man vielleicht noch sagen. Ein Mann hat immer recht und Frauen hören nie zu, quasi. Oder? Nee, eigentlich hören ja Männer nie zu. Oder also da muss ich sagen, dass ich höre dir zum Beispiel auch nicht zu. Deshalb unterbreche ich dich so oft. Männer reden ja quasi eigentlich nie und Frauen reden ja quasi eigentlich dauernd. Quasi. Stimmt, so. Deshalb müssten Frauen viel häufiger Fehler machen, weil sie mehr reden. Und Männer wählen viel genauer ihr Wort aus. Genau.
Und deswegen, weil Frauen so viel reden, ist ja die Chance, die Wahrscheinlichkeit, die mathematisch berechnete Wahrscheinlichkeit, dass sie Unrecht haben, viel größer. Ja, genau, genau. Als wenn ein Mann sagt ja, ein Mann sagt ja oder nein. Ja, aber, oder, also ich meine, erhöht sich auch die Unrechtquote, wenn sie mehr reden? Oder sagen sie einfach nur mehr Unrecht? Ja, das ist ja im Prinzip wie beim Autofahren. Je mehr du fährst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Unfall baust. Bei Frauen ja sowieso. Ja, ja, okay. Die müssen ja quasi nur aus der Einfahrt rausfahren und schon ist ein Kratzer drin. Und das dürfte beim Reden dann ähnlich sein. Wenn die da hier schon reden wie ein Wasserfall quasi, von morgens bis abends. Ich meine, da wird so viel Stuss dabei sein. Weißt du, wer auch redet wie ein Wasserfall? Nee. Unser Praktikant Bruno. Echt? Ja. Kannst du mir vorstellen? Ja. Echt? Nee. Nee. Doch? Was? Ja. Nee, ist griechisch und heißt ja. Achso. Ja. Nee. Nee. Ja. Okay. Ja. Jetzt folgt Maxim Noise featuring Amy mit dem Track Kampfabsage. Jam. Late Night.
So, wir sind jetzt leider am Ende unserer schönen Sendung angelangt. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir eine Website haben, nämlich www.paperjam.de.vu. Und wenn die ganzen Pop-ups und Werbeeinblendungen stören, wenn man auf diese Website geht, der kann es mal probieren bei thephilosophers.net. Wie schreibt man das, Bruno? the-philosophers.net, also wie die Philosophen.net. Geil, danke. Also das könnt ihr mal probieren, da kommt ihr beim gleichen raus, bloß ohne Werbung und so. Es hat keine Verbindung zu Paper Jam, dieser Name, das, du hattest halt die Domain, ja, die Domain übrig. Domain geparkt quasi, ja. Ja, und dann haben wir gesagt, die nehmen wir halt. Boom. Da wir uns auch so philosophisch begabt fühlen quasi, haben wir gedacht, das passt doch zur Sendung. Ja, vielleicht kann man ja die nächste Late-Night-Sendung zur Philosophen-Sendung machen oder so. Und dann passt das auch wieder. Dann haben wir keine Beats mehr im Hintergrund, dann haben wir nur noch so Bongo-Trommeln, so einzelne Bongo-Schläge. Worauf ich noch hinweisen will, ist, dass wir ziemlich uncoole Namen haben. Und sollten wir jemals, also das kann ich nicht garantieren, aber sollten wir jemals noch eine Sendung machen, vielleicht haben wir ja so großen Erfolg, dann sollten wir doch coolere Namen haben, sowas wie Unruheherd. Also Steffen ist ja uncool und Bruno sowieso, da gibt's keine Diskussion. Deshalb könnt ihr ja zum Beispiel bei uns auf die Website gehen und ins Gästebuch mal Namensvorschläge schreiben. Weil wir sind zu unkreativ, uns eigene auszudenken. Weil wenn wir kreativ wären, wären wir ja Musiker und keine Moderatoren. Versteht ihr? Dann wären wir am anderen Ende dieser Sendung. Nee, halt, am anderen Ende sitzt der Hörer, aber ihr versteht, was ich meine. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass man mich antreffen kann. Wer jetzt sagt, dieser Steffen Wittig, der klingt so total geil und so. Ich bin nämlich auf der Comicmesse, dem Comic-Salon in Erlangen. Das ist ab dem 22. Mai bis zum 25. Mai. Da sitze ich dann am Stand von The Next Art. Und da könnt ihr mich besuchen. Und dann sage ich, haut ab. Und dann sind wir alle glücklich. Mehr Informationen dazu gibt es übrigens auf www.comic-salon.de. Ja, Salon muss man da schreiben. Nicht mit NG hinten. Auch wenn man so ausspricht. Manche Leute zumindest. Entschuldigung. Ja, du Dackel. Früher wurde bei Pepper Jam immer noch Grüße ausgesendet, darauf verzichte ich aber, weil ich kenne gar keine Leute, die man grüßen sollte. Der Bruno, der ist ja immer hier in Ketten und den braucht man nicht grüßen, der ist sowieso eine niedrigere Lebensform. Deshalb kommt jetzt noch ein Track, muss ich mal gucken welcher. Jetzt kommt Campaign Like Clockwork Acoustic mit Handsome Prince. Handsome prince, and I live in a fairy tale land. I know really lots of things, let me show it to you, my friend. Hello, I'm a crazy spoon, and I live in a cup of tea. And my only friend is the moon, every night she's there for me. Handsome prince, and I live in a fairy tale land. I know really lots of things, let me show to you, my friend. Hello, I'm a magic star, and I live on a Milky Way. And I'm going to steal your cars, I got nothing more to say. The sun shines and the world's fine, but I think there must be more. I just want you to reflect. The sun shines and the world's fine, but I think there must be more. Show to you, my friend. Hello, I'm a crazy bird, and I live in the air and the trees. Let me tell you about my world, where that everyone is free. The sun shines and the world's fine, but I think there must be more.
just want you to reply. The sun shines and the world's fine, but I think there must be more. Willkommen bei Paper Jam, der Unruheshow mit dem Unruheherd. Endlich sind wir wieder zurück. Er musste ja ziemlich lange. Show over. Insert coin to continue. Puh, scheiße. Ich hab das letzte Kleingeld für den Bus gebraucht.